Toll ist auch die Schnellwechselplatte hier, also die ist mal gesichert, dass hier nichts runterfällt. Hallo, hallo! Heute geht es um das neue Montana Kaleido Stativ. Heute am Nachmittag eine kurze Shoppingtour gemacht und ja, war bei meinem Händler meines Vertrauens und bin da an den Vitrinen irgendwie an diesen Teil hängen geblieben. Sein kleines, feines Reisestativ, ein kleines Teil für unterwegs. Und ich glaube, es ist ziemlich genial für unterwegs, für kleinere Videoaufnahmen beziehungsweise auch für Fotoaufnahmen. Was mir sehr stark aufgefallen ist, oder sehr positiv aufgefallen ist, war die Abmessung, die Größe, ja, und vor allem auch die 5 Kilo Belastung für den Stativkopf. Und ja, die Farben sind natürlich auch knackig, oder? Also dieses Teil gibt es in 5 oder 7 verschiedenen Farben, ist dann alles im Blog-Eintrag beschrieben. Und Aufzeichnung funktioniert. Und ja, heute möchte ich dir das mal ganz kurz vorstellen. Montana macht auch Taschen und so weiter. Habe im Internet ein bisschen recherchiert, habe ich das gefunden. Und jetzt da eben auch im Programm dieses kleine Mini-Reisestativ. Kostet ca. 70 Euro. Ja? Und muss echt sagen, ist für diese Preisklasse ein feines, lustiges Teil. Und ja, ein bisschen frickelig und könnte man vielleicht an der Mechanik ein bisschen verbessern, aber ist ganz toll, gefällt mir vor allem auch die Stabilität, also es steht wirklich sehr stabil, das Teil. Die Füße sind hier unten zum Ausziehen, hier mal auf 3 Elementen, oben dann noch eins, 1, 2, 3, da oben dann noch das 4. Element. Hier muss man ordentlich verschrauben, dass es dann auch hält. Die Schaumstoffdinger hier sind, naja, wird wahrscheinlich nicht so lange halten, aber ist okay. Unten die Füße aus Gummi, sehr fein. Das heißt auch so Tischoberflächen wie hier werden nicht zerkratzt oder weichere Böden. Höhe, Maximalhöhe sind hier glaube ich 49,5 cm, also knapp 50 cm, ein halber Meter. Und ist meiner Meinung nach für ja, einige Aufnahmebereiche sehr gut, eigentlich optimal geeignet. Toll ist auch die Schnellwechselplatte hier, also die ist mal gesichert, dass hier nichts runterfällt und kann man toll rausnehmen, ist eine Standard-Schnellwechselplatte. Hat hier unten auch noch so Gummibelege oben, dass die Kamera auch nicht verrutscht und man das hier wirklich ordentlich verschließen kann. Hier auf der Seite hier ist noch eine kleine Libelle drin. Die Libelle ist zwar ja, nett gemeint, ja, funktioniert hier aber im Querformatmodus nicht so wirklich, sondern nur eben im Hochformatmodus, dass das Teil dann hier auch wirklich oben zum Einrichten ist. Sehr cool finde ich auch den Panoramakopf hier, einer kleinen Markierung. Und hier hat man wirklich in, was sind das hier, 60, 90, 30, okay, in 5 Grad Abständen oder so circa. Okay, die Skalierung ist ein bisschen eigenartig. 30, 15, ja, gut. Die Skalierung ist okay. Man kann ja aber toll auch Panoramaaufnahmen machen und eben um einige Grad die Aufnahme versetzen. Was ich sehr cool auch finde, ja, ist ein bisschen, muss schon sagen, mechanisch könnte es deutlich besser sein, das Stativ. Ja. Also hier toll auf jeden Fall die einzelnen Gelenke, hier diese 3 sind mit Innensechskantschrauben zum Nachjustieren. Ja, das ist mal okay, wenn das mal ein bisschen ausgeleiert ist, kann man das nachziehen. Diese Arretierung hier auf der Seite, wo man die Beine einstellen kann, die schnappt nicht automatisch wieder rein. Also das, ja, es hält, wenn es arretiert ist, hält es, ja, ist aber, bis es soweit ist, ein bisschen, ja, ein Spaßteil halt, ne? Funktioniert aber. Richtig cool und jetzt noch das, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ich baue es hier mal ein bisschen höher, ja, ist die Makrofunktion. Ja. Das heißt, ich kann hier diese Mittelstange hier aufschrauben,
ja, auseinanderschrauben und kann dann Mittelstange und den Kugelkopf herunternehmen, baue das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge, wie es so schön heißt, zusammen, schraube das hier wieder rein. Ja, wie schon gesagt, also das ist, könnte man definitiv schöner lösen, sollte man auch schöner lösen. Es funktioniert mal sehr easy cheesy und mal ja, überhaupt nicht. Das Gewinde hier oben in der Stange ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man das dann mal umgebaut hat und dann auch das Stativ natürlich schon ordentlich ausfährt, also an den Quietschgeräuschen her kannst du auch erahnen, dass es hier ja, nicht optimal ist. Aber gut, man hat hier einen super coolen Makrokopf eigentlich. Ja, das hier oben hält auch gegen. Ja, und kann hier dann auch noch die Kamera von mir aus rauf montieren. Das war der Blitz, Dankeschön. Ja, das kommt dann hier so rauf. Wunderbar. Und kann man hier wirklich ganz am Boden auch fotografieren. Cooles Teil. Fazit, kostet ca. 70 Euro. Finde ich okay, ist auch Aluminium, ist wirklich massiv. Ja? Also die Verarbeitung könnte besser sein, ist aber wirklich super massiv. Ja? Hier diese Verschlüsse hier oben, die sind richtig dick mit Fett eingelassen. Das heißt, da kommt hier dann auch etwas Fett raus und man bekommt schmierige Finger. Was habe ich mir noch zusammengeschrieben? Schnellwechselplatte ist top. Für schwere Kameras auch optimal geeignet. Knallige Farben, ja, ich finde die Farben lässig. Also muss nicht wirklich immer alles schwarz und grau sein. Auch ein paar lässige Farben, deswegen gefällt mir jetzt auch das Blau. Keine Ahnung, es hat gerade seinen eigenen Namen. Sehr gut. Die Libelle ist top, ja, aber leider halt nur für Hochformat tauglich. Kugelkopf ist super, man kann den Kopf aber auch austauschen, also man kann auch einen anderen Kopf draufgeben. Mittelstange kann man eben umdrehen für Makro, wobei hier diese ja, Mechanik hier, naja, gut. Preis-Leistung okay, Stabilität absolut top. Schnellwechselplatte ist gegen das Herausfallen gesichert. Das ist immer fein, wenn man hier mal eine Kamera drauf hat. Man will hier nicht, dass das dann gleich runterfällt. Standfüße aus Gummi, ja. Contra, ja, was gefällt mir nicht so an dem Teil? Also das Gewicht ist schon recht ordentlich, wird nicht immer in meinem Fotorucksack drinnen sein. Ein paar Teile sind sehr gut geschmiert, sehr extrem geschmiert, könnte auch ein bisschen dezenter gemacht werden. Ja, was auch, also wenn du eine Kamera drauf hast, diese Mittelstange hier, abgesehen von dieser wunderbaren Schraube, also die geht hier immer mal so mit Gefühl, mal sehr gut, mal nicht sehr gut, da ist eine kleine Teflon-Lagerung drinnen. Ja, was hier wahrscheinlich ein Problem sein könnte oder ja, ein bisschen zum vorsichtig sein animiert, ist hier auf jeden Fall, wenn man das hier zum Beispiel in dieser Höhe hat, ja, und dann aufmacht, das klatscht hier wirklich runter, also da ist keine Federung oder irgendwas drin, dann noch mit der Kamera drauf, nicht so optimal. Ja, und das Feststellen der Stativbeine, also wenn sie mal ordentlich zugeschraubt sind, dann sind sie fest. Dieser Mechanismus hier drin, den also kenne ich auch von anderen günstigeren Stativen deutlich besser. Könnte man vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten und dann vielleicht noch ein paar Euro mehr verlangen für das Teil. Ansonsten, ja, ich mag es. Ich finde es cool. Lässiges Teil. Ein paar Sachen könnt ihr auch noch im Blog nachlesen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Ciao.